Hallo Leute, heute wird es historisch. Ich war in den letzten Tagen und Wochen des Öfteren mit dem Deutschland-Ticket unterwegs und entsann mich angesichts diverser spontaner Kurswechsel meiner Reisen durch Niedersachsen mit dem Schülerferienticket Mitte der 90er Jahre. Der erste Sommer, in dem ich allein größere Touren unternahm, jährt sich heuer zum 30. Mal und ich denke, das ist ein passender Anlass, um euch in die Vergangenheit zu entführen. Ich habe die Notizen von damals hervorgekramt und weil mir zumindest der halbwegs zeigenswerte Teil meiner Schnappschüsse von 1993 in elektronischer Form vorliegt, kann ich dieses Filmchen sogar zeitgenössisch illustrieren. Die Bilder passen nicht immer zu dem, was ich gerade erzähle, was meinem überschaubaren Fotofundus aus jenem letzten Sommer der Bundesbahn geschuldet ist. Noch eins vorweg. Ich habe den Sommer 93 als ziemlich wolkenreich und nass in Erinnerung. Das sieht man den Aufnahmen an, denn nur selten taucht die Sonne die Bahnanlagen und Züge in strahlendes Licht. Heute würde ich den Auslöser unter solchen Umständen wohl kaum betätigen. Damals habe ich es glücklicherweise getan. Mein Augenmerk lag zu Beginn der Ferien auf der Rollbahn Hamburg-Bremen-Osnabrück, auf der ich lebhaften Güterverkehr erwartete und die südlich von Bremen noch etliche Bahnübergänge aufwies, die mich besonders interessierten. Es handelte sich dabei um spezielle Exemplare, die mit einer Sondergenehmigung des Bundesverkehrsministeriums mit bis zu 200 km/h befahren werden durften. Anfang 93 war diese Genehmigung nicht mehr verlängert und die Rollbahn Intercities abschnittsweise auf Tempo 160 heruntergebremst worden. Während dieser BÜ in Sieke bereits Geschichte war, konnte ich andernorts noch keine Baumaßnahmen zur Aufhebung erkennen. Am Vormittag des 28. Juni stand ich am BÜ der Bundesstraße 61 bei Bassum, als ein Bauarbeiter des Weges kam und meinte, Sie sind zu früh, der wird erst heute Nachmittag dicht gemacht. Ich dachte, der Mann macht Witze. Aber als ich zwei Tage später mit dem Zug an dieser Stelle vorbeikam, waren auf der Straße vor den Schranken tatsächlich kleine Erdwälle aufgeschüttet. Unabhängig von den Bahnübergängen enttäuschten mich die Güterzüge auf der Rollbahn schwer. Richtung Norden kamen sie tröpfchenweise, zwei oder drei in 60 Minuten. Gen Süden fuhr stundenlang gar keiner. Ein Phänomen, das man in den 90ern auch auf Strecken wie Hamburg-Hannover und Bremen-Hannover beobachten konnte. Erst ab dem späten Nachmittag kam diesbezüglich Leben in die Bude. Ich wurde der Rollbahn also ziemlich schnell untreu. Erwähnt sei allerdings noch mein Besuch an der Weserbrücke bei Dreie. Natürlich bei bedecktem Himmel und nur mit Reisezügen. Anstatt der Rollbahn widmete ich mich in der Folge vermehrt der Strecke Bremen-Hannover. Bleibende Eindrücke hinterließ die spannende Erstbereisung des Abschnitts südlich von Nienburg mit einem überall haltenden Nahverkehrszug. Dieser war via Hannover und Lehrte bis Celle durchgebunden. Ebenfalls eine Strecke, die ich bis dahin nicht kannte. In Elershausen war 5 Tage zuvor ein neues Stellwerk in Betrieb gegangen und die abgebauten Formsignale lagen noch in der Gegend herum. Weil zwischen Bremen und Hannover noch eine ganze Menge Bahnübergänge die Gleise säumten, von denen ein Teil 30 Jahre später noch immer Autofahrer in die Verzweiflung treibt, nahm ich die dortigen Betriebsstellen unter die Lupe. In Linzburg gab es dieses sehr hübsche Ding, das jedoch schon den heißen Atem der neuen Straßenbrücke im Nacken spürte. In Eistrup wiederum teilte ein BÜ den Hausbahnsteig, sodass man, wenn man Pech hatte, mitten auf der Straße aus dem Silberling oder Abteilwagen kraxeln musste. Eines schönen Tages, wir schrieben den 23. Juli, unternahm ich mit einem Freund sowie einer gleichaltrigen Französin, die einen Sprachurlaub bei ihm verbrachte, eine Rundfahrt, die mich erstmals auf die Magistrale Hannover-Wunstorf-Minden führte. Die Französin und ich hatten uns wenig zu sagen. Ich konnte mich also auf die Strecke konzentrieren und war angenehm überrascht von der hohen Zahl entgegenkommender Güterzüge. In jener Hinsicht hatte ich diese Ost-West-Magistrale überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt, denn im Ruhrpott wurde kaum noch Kohle gefördert und in den neuen Bundesländern war die Wirtschaft zusammengebrochen. Wieso sollte hier nennenswerter Güterverkehr rollen? Völlig egal, es brummte auf den Gleisen. Bahnübergänge gab es auch noch so einige und daher verschlug es mich auf den nächsten Ausflügen zu Stationen wie Haste, Kirchhorsten und Bückeburg. Ohne die Französin, aber mit viel Wolken und Regen.
Ich will nicht sagen, dass mich die Strecke begeisterte, aber es ging dort ordentlich zur Sache. Die Rollbahn war vergessen und wurde für den Rest der Ferien mit Verachtung gestraft. Aber so mag manch einer fragen, was war eigentlich mit Hamburg-Uelzen-Hannover, sozusagen Gustavs Paradestrecke? Die erlebte ich 1993 fast nur als Transitreisender, vorrangig in den Eilzügen Hamburg-Göttingen, die es alle 2 Stunden gab. Lediglich an einem einzigen Tag habe ich dort einige Bahnhöfe besucht, namentlich Stelle, Badowick, Bienenbüttel und Unterlüss. Das war am 30. Juli, schon kurz vor Ferienende, bei, man glaubt es kaum, zumindest zeitweiligem Sonnenschein. Erwähnt seien noch mehrere Fahrten über die NATO-Bahn Nienburg-Minden und ein Trip zur ziemlich heruntergekommenen und extrem stilllegungsgefährdeten Nebenbahn Delmenhorst-Fechter-Hesepe. Unschöne Erinnerung, an der Hintertür eines Gewerbebetriebes stand ein mutmaßlicher Azombi während seiner Raucherpause und zeigte dem am offenen Fenster des vorbeizuckelnden Zuges stehenden Gustav den Stinkefinger. Hoffentlich hat der Sack seine Abschlussprüfung versemmelt. Mein letzter Reisetag, der 31. Juli, brachte noch ein paar Erstbereisungen. Mit einem samstagnachmittäglich leeren Eilzug, so war das vor Einführung des Wochenendtickets, ging es von Hannover nach Braunschweig. Auch hier begegneten überraschend viele Güterzüge, weshalb ich die Strecke auf meine To-Do-Liste für 1994 setzte. Es folgte eine Fahrt über die südliche Mühlenbahn von Brunswiger nach Gifhorn, wo vom bevorstehenden Ausbau der Rennbahn Hannover-Berlin noch nichts zu sehen war. Auf dem direkten Weg zurück nach Hannover deuteten lediglich einige angelaufene BÜ-Beseitigungen auf ihre große Zukunft hin. Das waren meine wesentlichen Erlebnisse und Erkenntnisse aus dem Sommer 93. Ich möchte euch aber noch wissen lassen, wie Planung und Durchführung dieser Touren abliefen. Mangels anderer verfügbarer Quellen bediente ich mich dazu des guten alten Kursbuchs. Das funktionierte zuverlässig, denn weder änderten sich täglich die Fahrzeiten, noch musste man ständig damit rechnen, dass Züge einfach so ausfielen oder zweigleisige elektrifizierte Hauptbahnen baubedingt monatelang gesperrt waren. Letzteres gab es seinerzeit tatsächlich, nämlich zwischen Paderborn und Soest. Aber erstens lag das nicht in Niedersachsen und zweitens war dies eine solche Besonderheit, dass die Fach- und Hobbygazetten in großem Stil darüber berichteten. Aber zurück zum Kursbuch. Ich schleppte den Wälzer natürlich nicht im Rucksack mit, sondern stellte mir zu Hause die Reiseroute zusammen. Meist bloß bis zum ersten Tagesordnungspunkt, der Rest ergab sich spontan. Der Stundentakt war zumindest auf den wichtigen Strecken schon weit verbreitet und nach den jeweiligen Erstbereisungen hatte ich die Fahrzeiten drauf. Das Kursbuch brauchte ich dann nur noch für die abschließende Dokumentation der genutzten Züge. Die habe ich in einer Kladde verewigt und wer sich die Einträge der ersten beiden Ferientage anschaut, erkennt, dass ich sogar die Triebfahrzeugbaureihe und deren Farbgebung vermerkt habe. Davon kam ich allerdings schon am dritten Tag ab und habe es seitdem auch nie wieder notiert. Verspätungen blieben ebenfalls unerwähnt, was nicht daran liegt, dass es keine gab, denn mindestens zweimal wurde ich höchstpersönlich zum Opfer von Infrastrukturstörungen. Am 23. Juli funktionierten am BÜ in Warnebergen zwar Läutewerk und Lichtzeichen, aber die Schranken verweigerten den Dienst. Einen Tag später musste mein Zug in Haste auf Ersatzsignal fahren, was meine erste bewusste Begegnung mit dem berühmt-berüchtigten ZS1 war. Eine dicke Verspätung im Fernverkehr nahm ich auch zur Kenntnis. In Bremen wurde ein Intercity nach Hamburg mit 70 Minuten angekündigt, was mich schwer beeindruckte. Die wartenden Reisenden wird's nicht allzu sehr gestört haben, denn es verkehrte ein Vorzug, der lediglich plus 10 auf der Uhr hatte. Um das Thema Statistik zum Ende zu bringen, verwunderlicherweise war ich bloß an 14 Tagen mit dem Schülerferienticket unterwegs. Ich nutzte 129 Züge und legte 6.770 Kilometer zurück. Auch in den Folgesommern habe ich meine Reisen entsprechend dokumentiert und kann euch mitteilen, es wurden von Jahr zu Jahr mehr Fahrtage, mehr Züge und mehr Kilometer und auch mehr vorzeigbare Fotos. Mehr dazu vielleicht 2024. Zur Abrundung dieses Films möchte ich noch ganz schnell zeigen, was mir im zweiwöchigen Urlaub mit meinen Eltern widerfuhr.
Dieser führte uns für je 7 Tage nach Schwarzenberg im Murgtal, also in den idyllischen Nordschwarzwald und ins unterfränkische Langenprozelten im Maintal. Die Bahn war also immer in Sichtweite. Entstanden sind dabei nicht nur Fotos wie dieses, einer umsetzenden 212 in Bad Wildbad, oder jenes, eines Interregios in Vorbach-Gausbach, sondern auch Filmaufnahmen, beispielsweise vom abendlichen Zugverkehr auf dem Bahnhof Schönmünzach und einer kuriosen Schrankenschließung eben dort. Es wird ja immer besser. Jetzt macht er erst die Schranken runter und dann das Licht da an. Betrieblich deutlich interessanter als die Murgtalbahn fand ich natürlich das Geschehen rund um Langenprozelten. So konnte ich mich für eine Stunde auf die legendäre Brücke bei Gemünden absetzen und den sehr dichten Zugverkehr am Zusammenfluss von Nord-Süd-Strecke und Main-Spessart-Bahn auf Video bannen. Anschließend war sogar noch ein kurzer Besuch am Schrankenposten in Retzbach-Zellingen drin. Mehr davon ist auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Jo, ihr Lieben, das war mein Rückblick auf das Schülerferienticket 1993. Sollte dieses Format Anklang finden, werde ich mich eventuell dazu durchringen, euch auch in den kommenden Jahren in die Zeitmaschine zu stopfen und in die Vergangenheit zu verfrachten. Für heute ist es genug. Unser nächstes Treffen findet dann voraussichtlich wieder ganz normal im Hochsommer 2023 statt. Und zwar auf einer Strecke, die in diesem Film unerwähnt blieb, weil ich sie vor 30 Jahren nicht bereist habe. Der Heidebahn Buchholz-Soltau-Hannover. Bis dahin!